Ja, weißt du, Jakob, wegen den Killerviren. Also Fluenza könntest du im Prinzip. Norovirus, die sind genau gleich schlimm. Aber töten nicht unbedingt, weil wir dem entgegenwirken können. Aber die wirklich Killerviren wie Hanta oder Ebola, vor denen habe ich Respekt. Also diese Viren, wenn die aus dem Kongo raus könnten, weißt du, mit Trägern, dann würde es gefährlich. Also wenn jeder zweite stirbt, das sind dann Viren, die gefährlich sind. Aber das Verrückte ist ja, jeder Mensch muss einmal sterben. Und bei Gottes Gnade wissen wir, dass wir leben dürfen. Und Gott ist viel größer. Wenn er nicht will, dass wir sterben, dann sterben wir nicht. Erst wenn er findet, jetzt ist es Zeit, sterben wir. Also können sogar Killerviren kommen. Sie haben keine Chance. Wir wissen es einfach nicht aus unserer Perspektive. Wir wissen es nicht. Wenn Gott unser Leben abruft, wenn er findet, dass unsere Zeit abgelaufen ist, und da sehe ich Gnade, unglaubliche Gnade und Hoffnung, an der wir am ehesten überleben, weil wir denn alles unsere Ich in ihn, seinen Sohn Jesus Christus und durch seinen Sohn in den Vater stecken. Denn der Sohn hat die Brücke gemacht. Er hat uns versprochen, uns den Geist Gottes zu schicken, damit wir eben besser überleben können, damit wir die Wahrheit verbreiten können, damit wir die Drei-Engels-Botschaft auf dieser Erde verkünden. Und nur die Wahrheit kann eben durch den Geist schneiden. Was ist ein Geist? Der wahre Geist oder der unwahre Geist? Der Geist der Lüge oder der wahre Geist? Ja, die Killerviren sind schon da. Aber gerade wenn du den Körper als heiligen Tempel behandelst, haben die auch Schwierigkeiten. Das sehe ich bei den Zircoviridae. Die werden sicher nie als Killerviren bezeichnet. Aber trotzdem denke ich, dass sie ein schnelles Ende jedes Menschen hervorrufen können. Ein Ende, das einfach die anderen nicht begreifen, was das ist. Weil sie eben das Immunsystem im Hintergrund verändern. Und diese Idee ist mir erst durch unsere Forschung gekommen, weil bis jetzt hat niemand so etwas überhaupt in Erwägung gezogen. Ja, das ist so eine Sache. Aber die Forschung, weißt du, bei den Holzköpfen, das ist so eine Theorie, die müsste man nachgehen und dann würde man wahrscheinlich auch die Behandlungsmethoden angleichen. Ich weiß nicht genau, wann das aktuell wird, aber ich denke, wenn ich schon lange gestorben bin, dann werden diese Leute dann vielleicht jemals auf diese Idee kommen. Jedenfalls, lieber Jakob, es gibt Killerviren nach dem Kriterium 50 bis 60%, die infiziert werden, sterben. Wie weit jemals so ein Virusepidemie sich ausbreiten kann, das ist eine gute Frage. Weil es hat sich gezeigt, oder wenn ein Virus lange inaktiv ist und dann aktiv wird,
eben latente Viren wie HIV, dann ist schon ein Problem da. Und wenn das noch irgendwie so gefährlich wird wie ein Hantavirus, gut, während einer Pandemie verflacht sich dann langsam das Profil der Sterblichkeit. Am Anfang sind viele tot und dann verflacht sich's. Das ist einfach so normal, dass die Virulenz dann abnimmt des Virus, weil die am empfindlichsten, die den stärksten bekommen haben, sterben zuerst weg. Und dann kommt die Phase, wo mehr Resistenz da ist und der Virus auch abflacht, dass er damit besser verbreitet wird. Und das ist genau bei HIV gewesen. Zuerst die ganz Empfindlichen sind alle weggestorben. Übrigens auch vom Deep State. Wenn du die bekannten Schauspieler und so schaust von den 60er, 70er, 80er Jahre, die hat dieser Virus dahin gerafft. Auch einfach Leute, von denen man dann nichts mehr gehört hat. Und das waren viele, die im Deep State, die du als Deep State bezeichnen würdest. Angehörige des Deep States. Ja, jedenfalls, normalerweise nimmt die Virulenz ab. Was sie jetzt sagen mit Covid-19, da eine französische Variante dann gekommen ist und die andere bereits die Träger dahin gerafft hat, die sie konnte. Du siehst auch, hörst nichts mehr eigentlich von Sterblichkeit, du hörst nur von Fällen. Und das ist auch eine falsche Information. Fälle sind heute in der Presse infizierte Leute, aber nicht unbedingt symptomatische Leute, also die Schnupfen und so weiter haben, sondern wirklich Fälle, die infiziert sind. Und das ist auch so ein Witz, oder? Da wird auch Panik gescheuert. Jedenfalls liebe Grüße und bis bald, mein Bruder.